Valentinstag. Welche mögen's, welche hassen's, aber jeden nervt es, oder? Für die, die einen Partner haben, müssen sich ganze Gedanken machen wegen Geschenke, was macht man da? Und für die, die Single sind, werden überall und immer wieder erinnert, dass sie einsam und alleine sterben werden. Und ich zeige euch, wie man ganz leicht einen Partner findet. Da wir im 21. Jahrhundert leben, ist es durch Online-Dating ganz einfach. Ehrlich gesagt, ist mir nicht vieles eingefallen, wie man eigentlich einen Partner findet, außer jetzt heutzutage Online-Dating. Ich meine, wie haben die es früher gemacht? Sind die auf Blind-Dates gegangen und wir haben Leute kennengelernt ohne Internet. Hi, was machst du da? Ja, hi. Das ist doch die Methode, die wir nutzen. Blind Date, nicht? Blind Date. Was war das? Jedenfalls kenne ich nur zwei Methoden des Online-Datings. Einmal ist es halt die Website-Methode, wie eDarling oder so. Und da beantwortet man ja Persönlichkeitstests und man wird, glaube ich, nach Persönlichkeitstest-Ergebnis zusammengefügt. Hey, du bist Single, stimmt's? Ja, wieso? Ja, ich melde dich bei deiner Dating-Website an. Hä, was? Nee, lass mal. Ach, komm schon. Nee. Ja, komm schon, ist bei Valentinstag und du musst nur ein paar Fragen beantworten. Ja, okay. Ja, okay, gut. Sag an. Also, suchst du einen Mann oder eine Frau? Frauen. Eine Frau. Bist du ein Mann oder eine Frau? Hä? Okay. Eine Frau. Ja. Für welche sind ja viele Fragen zu beantworten vielleicht ein bisschen nervig. Deswegen gibt es die zweite Methode, die, glaube ich, viel einfacher ist und auch viel oberflächlicher. Dating-Apps wie Tinder, LaVoo, wo man einfach, ich glaube nach rechts, um ja zu sagen. Und dann trifft man sich dann einfach und dann, ja. Und ich kann es mir vorstellen, dass es dann ziemlich so abläuft. Da Valentinstag ein paar Tage sind, sollte es so ablaufen. Ich brauche mehr. Aber wenn man nicht irgendjemand nehmen will, sondern jemand, den man kennt, sollte man wohl oder überall selber fragen. Hey, was machst du am Dienstag? Ich glaube nichts. Ja, das Valentinstag. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein bisschen ja Zeit hast oder so und Lust hast, mit mir Zeit ja zu verbringen. Ja. Was mache ich hier? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nehmt es nicht zu ernst. Es ist alles nur ein bisschen humormäßig gestaltet und wie verbringt ihr Valentinstag? Kommentiert, wenn ihr wollt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis nächste Woche. Ciao!